Viva Libertad, Dani. Das ist Feuerwerk. Muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yarana werden eine ganze Generation lang Yarana umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblingsguerreros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Jefer. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Libertad wird euch wahre Yarana umbringen. Traidores! Criminales! Puta! Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Come mierda. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfer Julio ein. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies, ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Thank you.
Juli hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerriero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Nibinga. Das Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Das ist nicht mein Kampf. Trotz der Tragödie verspricht das Unternehmen, dass der bisher geheim gehaltene neue Park bald eröffnet werden soll. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertad-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Während die Pandemie die Welt weiterhin im Griff hat, überlegt die Regierung, einen weiteren landesweiten Lockdown zu erlassen. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres.